Ja, guten Abend. Schön, dass doch noch so viele da sind für diese, ich glaube, fast letzte literarische Veranstaltung auf dem diesjährigen Berliner Literaturfestival. Sie ist gewidmet Jalal Barjas aus Jordanien, der direkt aus Jordanien zu uns gekommen ist. Jalal Barjas ist Romancier, Gewinner des diesjährigen arabischen Booker-Preises, der mit 50.000 Euro dotiert ist und jedes Jahr vergeben wird, speziell für arabische Literatur. Und wir werden heute diskutieren über und lesen einen Auszug aus seinem Roman Die Notizbücher des Buchhändlers, der diesen Preis gewonnen hat. Norahab Bik, ja, Jalal, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Fi Berlin. Awwal marra anta fi Berlin? Naam, hadhihi. Sahih? Marra lula, naam. Hatta fi Berlin al-Sharqiya lam hatta fi Berlin. Aber dann hatta fi Berlin al-Sharqiya. Er ist tatsächlich zum ersten Mal in Berlin. من المدن الأوروبية يعني شو يعني إيه مدينتك المفضلة مدينتك تعرفها جيدة؟ يعني أزعم أني أعرف فرنسا جيدا. Er fährt normalerweise nach Frankreich. das kann man ja auch nachvollziehen. Lesen wird uns die Romanpassagen heute Roland Schäfer, den einige von Ihnen vielleicht aus der Schaubühne hier in Berlin kennen. Er hat mit Peter Stein zusammengearbeitet und an vielen deutschen Theatern gearbeitet. Und wir dürfen uns auch auf seine Stimme freuen. Ich bin Stefan Weidner und ich darf gelegentlich hier moderieren. Jalal Barjas wurde 1970 in Jordanien geboren und lebt in Amman und in seinem, wie soll ich sagen, zivilen Beruf, also insofern die Schreiberei unziviles, weiß ich nicht, aber jedenfalls in seinem bürgerlichen Beruf ist er Flugzeugingenieur. من الصحيح يعني كل الناس يقولون أنك مهندس طيران هل هذا صحيح؟ نعم صحيح؟ نعم صحيح وهذا شغل شيق يعني هل تحب هذا الشغل هل يعطيك هذا الشغل شيء يعني للكتابة للكون ما أداء الدخل يعني طبعا يعني أنا دائما في وسائل الإعلام أسأل ما العلاقة بين الكتابة ويعني هندسة الطيران فأنا دائما أقول أن كلاهما تحليق عندما فهمتك أكتب فأنا أحلق وعندما أعمل فأنا أشعر بأنني أكتب يعني العلاقة موجودة Ich habe ihn gefragt, ob das eigentlich stimmt, was man von ihm erzählt, dass er Flugzeugingenieur ist in seinem zivilen Beruf. Und er sagt, ja, das würde stimmen. Und ob es ihm etwas gibt und was es ihm geben würde. Und er sagt, naja, also beide Berufe tragen dazu bei, dass man sozusagen ins Fliegen oder ins Rotieren und ins Schweben gerät. Und insofern trägt auch dieser Beruf etwas zu seinem Schreiben bei. قرأت بس عندك كمان يعني طبعا أنت نشرت كتب كثيرة روايات ودواوين شعر also er hat natürlich schon vorher Bücher Romane publiziert, er ist auch ein Dichter er hat auch Preise bekommen, andere Preise schon vor diesem Preis. Es war auch ein früherer Roman von ihm schon auf der Longlist für den Booker-Preis. Aber ich finde auch seine anderen Aktivitäten interessant und ich würde ihn gerne etwas dazu fragen. Aktivitäten, die mehr in den literarischen Bereich fallen. عندك نشاطات أخرى يعني لها علاقة بالكتابة أو بالفكر والصحافة. قرأت أنك رئيس مختبر السرديات الأردني نعم. ماذا هو هذا؟ شو هذا؟ يعني مختبر السرديات الأردني هو هيئة ثقافية
أسسناها أنا ومجموعة من الأصدقاء الكتاب كتاب الرواية في الأردن لأننا بتنا على قناعة تامة بأن السرد والرواية تحديدا يعني في هذه المرحلة ينال إعجاب القارئ فمعظم القراء ينكبون على قراءة الرواية بكثافة وأيضا على صعيد الكتابة مجمل يعني الكتب التي تصدر في ليس فقط في العالم العربي إنما في العالم هي كتب روائية فبالتالي نحن أصبح لدينا هذه الرغبة بتأسيس هذا المختبر حتى نساعد الكتاب في تقييم الروايات قبل أن تنشر هذا من جانب ومن جانب آخر حتى نلقي الضوء على أهم الأعمال الروائية العربية ومن جانب آخر حتى نرى ما هي أشكال السرد هل السرد فقط هو ما يكتب هناك على سبيل المثال في القرى في العالم العربي وأعتقد أيضا في العالم هناك حكاؤون يعني هناك تجد من يقول القصص والروايات من دون أن يكتبها فبالتالي شفهيا يعني في المقاهي شفهيا فبالتالي أصبح لزاما علينا في هذا المختبر أن نعاين هذا الشكل من أشكال السرد ربما يعني نوثقه وربما نحوله في يوم ما إلى مادة مكتوبة حتى لا تنسى هذا جزء يعني من عمل هذا المختبر. جميل. Also es heißt in seiner Biografie, dass er unter anderem der Gründer oder Vorsitzende eines eines jordanischen Erzähllabors ist. Und jetzt habe ich ihn gefragt, was das genau ist. Und es ist im Grunde eine Vereinigung, eine Zusammenkunft von erst einmal Autoren oder interessierten Journalisten, die sich für erzählte Literatur interessieren für Romane und das von dem Hintergrund vielleicht auch der arabischen Geschichte, dass natürlich die lange Zeit die Dichtung war sozusagen vorrangig angesehen und mittlerweile hat sich das aber geändert und der Roman spielt eine größere Rolle auch weltweit. Das führt also dazu, dass man sich intensiver damit auseinandersetzen wollte. Dann geht es auch darum, verschiedene Erzähltechniken sozusagen sich anzuschauen, zu betrachten, zu studieren. Auch soll es die Gelegenheit geben, dass sich die Romanautoren wechselseitig sozusagen unveröffentlichte Texte vorlesen können. Und schließlich sehen Sie es auch als Aufgabe an, mündliche Literatur, Erzählliteratur, die vielleicht in Kaffeehäusern erzählt wird oder vielleicht auch von in Familien oder sowas, dass das auch aufgezeichnet wird. من الملفت للنظر لي كمان ظاهرة فهو أنك تهتم كثيرا بأدب المكان لكن أنا لا أعرف إذا فهمت هذه العبارة جيدا يعني شو يعني بالنسبة لك أدب المكان هذا مش أدب السفر مش هيك يعني في فرق بين أدب السفر وأدب المكان بالضبط هناك فرق بين أدب المكان وأدب الرحلات ما أقصده أو ما أكتبه هو أدب الأمكنة لماذا؟ لأنني أشعر أن الأمكنة ليست فقط جدران وأبواب وممرات إنما هذه الأمكنة هي عبارة عن ذاكرة كبيرة فيها العديد من ذكريات الإنسان دعنا نتحدث مثلا عما قاله غاستون باشلر في كتابه الشهير جماليات المكان وتحدث يعني خاصة عن ذكريات الطفولة الأولى والأفكار الأولى التي تراودنا وعلاقة الإنسان بالبيت الأول هذه العلاقة الحميمة وبناء عليه أنا مهتم في الكتابة عن أدب المكان وتخليد هذه الأمكنة في الذاكرة الإنسانية أوكي فهمتك أوكي أوكي
Dann hat ein anderes Element in dem, was immer von ihm gesagt wird, meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Und das ist die Angabe, dass er sich für die Literatur des Ortes oder eines gegebenen Platzes interessiert. Da habe ich mich gefragt, was heißt das eigentlich? Das ist nicht so ohne weiteres klar, denn es ist eben nicht gemeint die Reiseliteratur. Und jetzt habe ich ihn gefragt, was er damit verbindet. Und er meinte eben, dass es darum geht, sozusagen einen konkreten Ort zu beschreiben, in seiner poetischen Qualität zu erfassen. Vielleicht nicht nur die Äußerlichkeiten, sondern auch in seinem Zusammenklang. Also ich interpretiere das jetzt ein bisschen, was er gesagt hat. Ich übersetze das nicht wörtlich. In seinem Zusammenklang mit den Menschen, die in diesem Ort leben. Und er bezieht sich dabei auf den französischen Philosophen Gaston Bachelard, der ein Buch geschrieben hat über die Schönheiten des Ortes, also der sozusagen diesem Konzept eine Philosophie beigegeben hat. Und das Ganze bezieht sich auch sehr stark auf Erinnerungen, auf Kindheitserinnerungen zum Beispiel, die man mit einem gegebenen Haus zum Beispiel verbindet, mit bestimmten Straßen und so weiter. Riwayatak awla mabrug lil jaiza mubarak al jaiza yani shi azim fa'lan fa dafatir al waraq hi riwaya kaman mabniya ala makan aw mukarrasa aw muhtamma bimakan muayyan huwa amman laysa kadhalik fa anta sakin amman. يعني لا انا اعيش في مدينه تبعد عن عمان 30 كيلومتر 37 كيلومتر لكني يعني اتواجد في عمان يعني بشكل ممتاز وازعم اني اعرف هذه المدينه جيدا لكن الروايه مكانها الاصلي عمان لكنها تنسحب على كل المدن والبلدان العربيه هذا يعني هذا ما عملت عليه حينما كنت أكتب الرواية وهذا ما سمعته من القراء حينما قرأوا الرواية قالوا أن يعني هذه الرواية لا تتحدث عن عمان فقط إنما تتحدث عن العالم العربي. أوكي جميل جميل. Der Roman, der jetzt diesen Preis bekommen hat, zu dem ich ihm natürlich gratuliert habe, also die Notizbücher des Buchhändlers. Der Roman spielt in Amman, in der jordanischen Hauptstadt, wo er nicht wirklich direkt lebt. Er lebt ein bisschen außerhalb, 30 Kilometer außerhalb, aber er kennt die Stadt natürlich sehr gut. Und ich habe ihn jetzt gefragt, ob dieses Buch schwerpunktmäßig dieser Stadt gewidmet ist. Er meinte, naja, also es spielt zwar in dieser Stadt, aber es ist schon auch so, dass die Stadt natürlich symbolisch steht für andere arabische Städte oder für, ja, vielleicht auch nicht nur arabische Städte. Und das ist auch das, was die Leser ihm gesagt haben, als sie das Buch gelesen haben, dass sie, selbst wenn sie Amman nicht kennen, dass sie sozusagen viele Elemente daraus wiedererkennen. Dann würde ich sagen, hören wir uns doch mal ein bisschen was an, damit wir wissen, worüber wir hier reden, und hören zuerst ein kleines Stück auf Arabisch, und dann wird uns Roland Schäfer einen ersten kürzeren Abschnitt auf Deutsch lesen. إذا كان بإمكانك أن تقرأ لنا مقطع صغير من الرواية بالعربية، هل هذا ممكن؟ طبعا ممكن، بس علي أن جبت لك أوكي طبعا لك على سبيل المثال شوف مش كثير يعني صفحتين يعني صفحتين هذا مما نقرأ بالألماني أيضا يعني بدءا من النجوم من ثلاث نجوم وسط الصفحة في وسط الصفحة يعني من هنا؟ من هناك إذا اقرأ المقطع الأول أو حتى الثاني إذا أردت. أوكي also er hat natürlich kein er hat ganz viele Bücher dabei um sie zu signieren aber da müssten wir sie jetzt aufmachen das ist zu umständlich deswegen habe ich ihm das ausgedruckt. تفضل. أوكي. جاءني مالك البيت مرة أخرى. كنت قد عدت من نهار أمضيته أفتش عن السيدة نون بحاجة المصاب بالبرد
لمعطف يطلعه على الدفء وأول درب إلى السكينة. قرع باب البيت فعرفت من قرع باب البيت فعرفت من به. كان معه شابان موشوما الذراعين تفوح منهما رائحة الخمر. واحد يقف على يمينه والثاني على شماله. قال لي بصوت خفيض وراء هدوئه كثير من التهديد والوعيد الذي رأيت شكلا آخر منه في عيني الشابين: أمهلك لظهيرة غد، وبعدها عليك أن تتحمل مسؤولية ما سيحدث. ضل بطني طوال تلك الليلة كبطن امرأة على وشك أن تلد، والصوت يلاحقني أينما هربت. كانت ليلة قاسية، إذ ظل يدفعني إلى عنف لم أعتته إلى أن نمت، فولجت عالم كوابيس لكثرتها أصبت بالبلادة حيالها. في الصباح خرجت من البيت وقد قررت ما سأفعل. هل كان قرارا أم هزيمة لا مجال للاعتراف بها لأحد؟ هل الهزيمة قرار؟ هل الهزيمة قرار مسبق لا نعترف به؟ وأي هزيمة قادتني إلى تلك السلسلة الموجعة من هذه الخسارات؟ بعد كل ذلك العمر ما تبقى لي شيء، إذ ما عاد يربطني بمسقط رأسي سوى ذكريات تراودني في لحظات وتغيب عني سنين طويلة. فقدت الشك الذي كان يمنحني سماء عوضتني سنين عما يحيط بي من سراق الأكسجين. فقدت أمي، أبي، أخي، حتى أملي بالعثور على السيدة نون، وها أنا أخسر بيتي. خسران البيت فاجعة عصافير تقف بلا حذر أمام بندقية الصياد، لا تعي ماذا ينوي إصبع يحرض البارود على ابتداع شكل أوسع للكارثة. إذن من الآن فصاعدا أنا ديوجين في مدينة لم تكترث بي، وأمشي بلا بوصلة ولا أي جهة. شكرا. War das jetzt das Erste, was ich lese auch? Tatsächlich, ja. Versuche ich. Erkennt man das nicht? Naja, über einiges bin ich gestolpert in dieser Übersetzung. So. Die Übersetzung ist von Günther Ort, das darf ich nicht vergessen. Ein guter Kollege. Genau. Ja, hätte ich sonst gesagt. Die Notizbücher des Buchhändlers. Der Hausbesitzer tauchte erneut bei mir auf. Ich hatte den ganzen Tag damit verbracht, Frau N. zu suchen, wie ein Erkälteter, der einen Mantel braucht, um sich aufzuwärmen und Besserung zu erlangen. Als es klopfte, wusste ich, dass er es ist. Er hatte zwei junge Männer mit tätowierten Armen mitgebracht. Einer stand rechts, der andere links von ihm. Beide rochen nach Alkohol. Mit gesenkter Stimme, hinter deren Ruhe sich Drohungen verbargen, wie sie auch aus den Augen der beiden Kraftmänner sprachen, sagte der Hausbesitzer: Ich setze Ihnen eine Frist bis morgen Mittag. Für alles, was danach passiert, tragen Sie selbst die Verantwortung. Die ganze Nacht danach hatte ich Bauchweh wie eine Schwangere kurz vor der Entbindung und hörte überall seine Stimme nachhallen. Es war eine schlimme Nacht. Ich versank in so viele Albträume, dass mir ganz blöde wurde. Morgens ging ich mit einem Entschluss aus dem Haus. Ob das eine gute Idee war oder war das schlicht eine uneingestandene Niederlage? Erleiden wir Niederlagen aus eigenem Entschluss, ohne dass wir es uns eingestehen? Und welche Niederlage hatte mich zu dieser schmerzlichen Serie von Verlusten geführt?
Am Ende meines langen Lebens war mir nichts mehr geblieben und auch mit meinem Geburtsort verbanden mich nur noch Erinnerungen, die mich momentweise überkamen und dann wieder jahrelang verschwanden. Mein Kiosk, der mir für Jahre ein Dach geboten und mich für die entschädigt hatte, die mir die Luft zum Atmen nahmen, war weg. Ich hatte meine Mutter verloren, meinen Vater, meinen Bruder und selbst die Hoffnung, Frau N. je zu begegnen. Und nun verlor ich also noch meine Wohnung. Man verliert das eigene Zuhause wie ein Vogel, der sorglos in Schussweite eines Jägers sitzt und nicht ahnt, dass dessen Finger gleich Schießpulver auch zur Explosion bringen wird. Von jetzt an, so entschied ich, würde ich als ein Diogenes ziellos und planlos durch diese Stadt laufen, die sich meiner nicht mehr annahm. Zuerst aber ging ich zu einem Trödelladen, um meine bescheidene Einrichtung zu verkaufen, das Schlafzimmer meiner Eltern, das mich in dieser beängstigenden Welt immer getröstet hatte, mein eigenes Bett und die alte Stuhlgruppe, die den Geruch der Vergangenheit verströmte, den Fernseher, der mal ging und dann wieder nur schwach flimmerte. Der Ladenbesitzer kaufte mir alles ab, außer den Büchern. Papier kann ich nicht gebrauchen, sagte er und pulte sich mit einem Zahnstocher etwas aus den Zähnen und spuckte auf den Boden. Um 10 Uhr schickte er einen Transporter und zwei Männer, die meine Wohnung ausräumten, und ich stand an der Tür mit einer Tasche, in der mein Laptop, das Diplom meines Vaters, ein Familienfoto, mein Albtraumheft, das Notizbuch von Frau N., so wie das Diogenes-Buch war. 400 Dinar bekam ich für die Auflösung meiner Wohnung. Kurz bevor die Wohnung leer war, sah ich einen der beiden Burschen, die den Vermieter begleitet hatten. Aus der Ferne sah er zu, wie ich mich den Anweisungen fügte, das Haus zu verlassen. Auch die Nachbarn sahen sich von ihren Fenstern aus das Spektakel an, unter ihnen meine Nachbarin, die heute besonders lange auf dem Balkon weilte. Als der Transporter abfuhr und seine Abgase im Viertel ausstieß, sah ich durch deren Rauch hindurch den Lastwagen, mit dem wir vor vielen Jahren aus dem Dorf hierher gekommen waren, und ich sah das Kind, das ich damals war und das weinte, weil es seinen Heimatort vermisste. Nur die Bücher harrten jetzt noch in der Stille der Wohnung, in der es hallte. Ich schloss die Tür und lief noch einmal durch alle Zimmer. Meine Schuhe verursachten Geräusche wie fremde Wesen. Ich besah mir unverkäufliche Erinnerungen und sog Gerüche ein, mit denen nur der etwas assoziiert, der ihre Ursprünge kennt. Aus den Ecken der Wohnung hörte ich Stimmen meiner Familie, vertraute, warme Stimmen, als wollten sie mich in diesen Augenblicken für frühere Verluste entschädigen. Ich weinte bitter und die Wände warfen ein Echo meines Schluchzens zurück, in dem nur noch mehr Verlustgefühl lag. Die Stimme schalt mich wütend für meine Schwäche und mein Handeln. »Du hast nur noch deine Bücher, du armseliger Buchhändler. Nimm sie und geh!« Ich fühlte mich sinnlos, als würde die Welt gleich von einem Stier aufgespießt, der auf ein rotes Tuch starrt und zum Angriff ansetzt. Ich setzte mich auf den Boden und blätterte ein paar Bücher durch. Die Grammatik von Sibawahi, die Sendschreiben des alten Al-Yahis Muruya al-Dahab, Ikwan Asafa, die Grammatik von Sibawahi, sagte ich schon, Idealstadt, Gedichtbände, Romane, Geschichten, Biografien, politische Schriften. Ich schleppte die Bücher nach draußen und schichtete sie auf einer kleinen Fläche am Rande der Straße auf. Passanten sahen mir zu, meine Nachbarin guckte von ihrem Balkon herunter. Die Stimme sagte entschieden, die brauchst du jetzt nicht mehr. Ich fühlte mich ermutigt. Verbrenne sie, okay. Die Stimme kam mir noch näher und rezitierte mit fast singender, trauriger Stimme aus einem Gedicht von Robert Frost. Manche Leute sagen, die Welt werde in Feuer enden. Andere sagen,
in Eis. Nach allem Verlangen, das ich gespürt, glaube ich an die Version mit dem Feuer. Ein alter Mann kam langsamen Schrittes heran, zündete sich eine Zigarette an, ging weiter und lächelte mich spöttisch an. Ich bat ihn um sein Feuerzeug, das er mir reichte. Ich legte Feuer an meine Bücher und gab es ihm zurück. Er klopfte mir auf die Schulter und ging seines Weges, während er ein trauriges Lied vor sich hin sang. Ich nahm meine kleine Tasche und ging. Der Rauch der Bücher stieg auf zum Himmel, zu einem Himmel, der den Beginn des Winters verkündete. Vielen Dank, Roland Schäfer, für diesen ersten Auszug aus dem Buch. Und man könnte jetzt fast eine Schreibwerkstatt, so eine Art Erzähllabor starten und alle Zuschauer bitten, das Buch weiter zu schreiben, wo es wohl hingeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die meisten schon ahnen, wo es hingeht, denn natürlich wird mit diesem Rausschmiss aus dem Kiosk, diesem, ja, dieser kleinen Bücherstube, mit der der Held bisher sein Geld verdient hat, mit diesem Rausschmiss wird eine ganze Kaskade in Gang gesetzt. Er verdient kein Geld mehr, wird dann später aus seiner Wohnung herausgeschmissen und der Held denkt sich hinein in die Figuren der Romane, die er gelesen hat und die er natürlich sehr gut kennt. Das sind hauptsächlich auch europäische Romane. Und er begeht teilweise auch die Verbrechen, die diese Figuren begangen haben. Er wird dadurch selber zu einer Art obdachlosem Robin Hood, freundet sich an mit anderen obdachlosen Menschen in Amman, auch Frauen, die ebenfalls obdachlos sind, und entwickelt eine Art Paranoia oder gespaltener Schizophrenie. Eigentlich ist er eine gespaltene Persönlichkeit, der sozusagen zwischen der Wirklichkeit und den Romanfiguren nicht mehr unterscheiden kann. Das ist im Grunde der Plot dieses Buchs. كيف جاءتك فكرة أن تجعل وراقا يعني بطلا لهذه الرواية وشو ترمز عليه الوراق بالنسبة لك؟ يعني كيف جاءتني الفكرة؟ الفكرة يعني أتت في يوم كنت أتجول فيه في وسط البلد في العاصمة الأردنية عمان، وكنت أنظر يعني إلى بيوت العاصمة وأتساءل كم لدينا شكل من أشكال هذه البيوت، هل العقل بيت، هل القلب بيت، هل الروح بيت؟ حسناً، إذا آمنا بأن هذه الأشكال للبيوت، ما مصير هذه البيوت بناء على ما يحيطها من تهديدات؟ هذه المرحلة التي يعيشها العالم هي مرحلة صعبة، ليس فقط العالم العربي، إنما العالم برمته. وبالتالي أنا بتصوري أن الإنسان في العالم يعيش حالة قلق ولديه كثير من الأسئلة حيال المستقبل، مستقبله ومستقبل العائلة، مستقبل الجميع في هذا المنحى. وبالتالي ولدت فكرة الرواية بناء على تراكمات قديمة من المشاهدات والقراءات والإحساس بما يحدث في هذه المرحلة. لماذا يعني جعلت بطل الرواية وراق أو بائع كتب؟ لأن الثقافة في العالم أصبحت تتراجع بشكل ملحوظ، ودعني أضرب لك مثالا. كنا سابقا يقال أن الإنسان الأوروبي حينما تذهب إلى أوروبا وتصعد في المترو أو في القطار ستشاهد أن معظم الناس يحملون الكتب ويقرؤون، لكن هذا شاهدته في لندن وفي باريس وهنا هذه الأيام في برلين، معظم الناس يحدقون في الهواتف النقالة في الموبايل. الكتاب بدأ يختفي وبدأت الثقافة
للأسف الشديد تختفي وهذا يعني أمر خطير. ما الذي يروج له العالم في هذه المرحلة؟ رقمنة العالم، هذه الرقمنة التي نجد لها يعني كثير من التنظيرات في هذه المرحلة والحديث عنها، وربما يحول الإنسان في يوم من الأيام إلى كائن رقمي، وبالتالي ينشأ هنا السؤال المهم الذي قامت عليه رواية دفاتر الوراق: إلى أين تذهب الإنسانية؟ Ich habe ihn gefragt, wie ihm der Gedanke kam, einen Buchhändler oder ja auch Zeitungsverkäufer. Also eigentlich ist es nicht wirklich der Buchhändler, den wir mit einem Buchhändler assoziieren, sondern wirklich, also die wörtliche Übersetzung wäre eigentlich ein Papierhändler, jemand, der gedrucktes Papier verkauft. Und also wie es früher tatsächlich Kioske gab, die sowohl Bücher, ernstzunehmende Bücher, als auch Zeitungen verkauft haben. Und er spazierte also durch Amman und sah sich die Häuser an, sah sich an, was sich alles verändert hatte. Und natürlich sind die arabischen Städte einer im Grunde noch intensiveren Veränderung ausgesetzt als unsere, die diesen Prozess teilweise schon hinter sich haben. Also wo wirklich die Altstädte auch sich ganz schnell wandeln, aufgekauft werden, neue Häuser gebaut werden und die alten abgerissen. Und er fragte sich sozusagen, wo ist eigentlich der Zusammenhang zwischen diesen Häusern und der menschlichen Seele oder beziehungsweise den Bewohnern, dem, was darin enthalten ist, an Erinnerungen. Also ich interpretiere das jetzt so, dass das so ein bisschen auch eine Anspielung ist auf diese Frage nach der Literatur des Ortes, die dieser französische Philosoph Gaston Bachelard aufgebracht hat. Und das bringt ihn dann eigentlich zur Reflexion oder zum Nachdenken darüber, dass die Welt doch dass wir gerade sehr, sehr schwierige und bedrohliche Prozesse durchmachen, dass es eine große Ungewissheit gibt, eine Angst auch bezüglich auf die Zukunft, dass wir eigentlich nicht mehr wissen, was uns bevorsteht und worauf wir uns noch alles verlassen können. Und das wieder spiegelt sich in Erinnerungen an Lektüren, die er gemacht hat, an Bücher und überhaupt ans Lesen. Und es ist ja so, dass man dass das Lesen eine sozusagen ständig präsente Tätigkeit war. Man konnte es sehen, wenn man in der Metro saß, dann lasen andere Menschen Bücher. Es war in Paris genauso wie in London oder jetzt in Berlin. Und heute hat sich das natürlich geändert, denn die meisten Menschen schauen auf ihr Mobiltelefon. Und es scheint so, als ob diese Buchkultur im Verschwinden begriffen werde. Und dass wir Zeuge werden der Digitalisierung der Welt und dass natürlich auch der Mensch womöglich bald ein digitales Wesen werden kann. Und die Frage ist halt, wohin geht dieser Prozess? Und das versucht das Buch auszuloten. Da muss ich jetzt nachfragen. لكن من ناحية أخرى ألاحظ أن الكتابة في العالم العربي وحتى القراءة هي في نقول تطور يعني في تطور إيجابي يعني تقريبا ما يعني في أكثر ناس الذي يعرفون القراءة ويحبون القراءة مما كان من قبل أليس كذلك؟ هل هذه الانطباعات غلطة أو صحيحة يعني بالنسبة لك؟ يعني لا يعني في العالم العربي عدد أو نسبة القراء في تزايد مستمر و جميل مهم جدا، وبالتالي أنا دائما أعارض أرقام تلك الإحصائيات التي تصدر عن مؤسسات دولية بأن يعني نسبة القراء في العالم العربي في حالة من التدني، وأن الإنسان العربي إنسان متخلف لا يقرأ، وبناء عليه فيعني صناعة الكتاب والثقافة في أمر في حالة من التراجع. أنا أرى أن هذه الأرقام أرقام خاطئة وأرقام مغلوطة وأعارضها، ودائما أتحدث في وسائل الإعلام العربية والعالمية عن هذا الأمر. على العكس، هناك صعود مهم
للقراءة وللكتابة. لكن ما هو السبب؟ ما هو السبب وراء صعود هذه الحالة؟ أنا بتصوري رغم أن العالم الآن في هذه المرحلة يرقمن أو أن ثورة الاتصالات تسيطر على العالم برمته بشكل عام، إلا أن الإنسان العربي في هذه المرحلة بسبب كل المصائب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتعرض لها وكل هذا الفشل الذريع الذي تمنى به كثير من دول العالم العربي، بات الإنسان العربي في هذه المرحلة يجد الثقافة هي الخيار الأخير الذي يمكن أن ينقذ الإنسان ويمكن أن ينقذ يعني ما حل ببلداننا. أنت ترى يعني في هذه المرحلة أن الإنسان العربي يرى في أوروبا الفردوس المفقود، وبالتالي يهاجر الإنسان العربي إلى أوروبا وربما يخاطر بحياته غرقا في البحر وفي كثير من الأشياء. هذا الجيل الجديد في العالم العربي تنبه إلى إشكالية هذه المرحلة الخطيرة، لماذا لا تصبح بلداننا هي الفردوس؟ وبالتالي هناك كثير من الأخطاء على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، فبدأ هناك اهتمام كبير بالثقافة والكتابة، لكن هذا الاهتمام هو اهتمام أهلي وليس اهتماما رسميا. المؤسسة الرسمية العربية للأسف الشديد لا تولي الثقافة اهتماما إلا من بعض البلدان في الدول العربية تهتم بالشأن الثقافي، لكن الدول العربية في مجملها تضع الثقافة خارج سلم الأولويات. رغم هذا الأمر إلا أنك ستجد إن زرت العالم العربي أن هناك حالة من القراءة مهمة جدا، وأن هناك كثير من الكتب تصدر على مدار اليوم في العالم العربي. نعم. Das seine Schilderung der, warum er jetzt diesen Buchhändler gewählt hat, schien ja doch sehr pessimistisch mir. Ich hatte aber andererseits, habe ich doch immer den Eindruck, dass eigentlich das Lesen und auch das Bücherschreiben und auch das Publizieren eigentlich in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren, in denen ich das beobachte, nicht geringer geworden ist oder fast eine größere Bedeutung bekommen hat. Und ich habe ihn gefragt, wie er das sieht. Und er meinte, ja, doch, die Zahl der Leser steigt auch seinem Eindruck nach, wenngleich die offiziellen Statistiken, die es immer wieder gibt, davon reden, dass das Bildungsniveau in der arabischen Welt sinkt und auch das Niveau der Leser. Aber ihm scheinen diese Statistiken falsch zu sein. Das ist jedenfalls nicht sein Eindruck. Es wäre jetzt auch, kann ich hinzufügen, nicht mein Eindruck. Obwohl natürlich die Präsenz von Medien mit den Satellitenmedien, mit den elektronischen Medien, mit den Handys und so weiter ist natürlich sehr dominant geworden. Aber trotzdem, all das führt doch dazu, dass die Menschen durchaus nicht weniger lesen. Nun muss man, wenn man sich diesen Komplex betrachtet, natürlich mit einbeziehen, dass sich viele arabische Länder in großen wirtschaftlichen, politischen, sozialen und so weiter Schwierigkeiten befinden und dass viele Menschen sozusagen in Europa das Paradies sehen und auch ihr Leben riskieren, um vielleicht dorthin zu fliehen. Und in dieser Situation, wo also die eigene arabische Welt als hochproblematisch erfahren wird, hat die Kultur in die Funktion, könnte man sagen, eines Rettungsankers. Also im Grunde seine Worte waren eigentlich das ist die letzte Wahl, ist das, was die Leute sozusagen noch haben und annehmen können. Und das ist ein Phänomen, das von den Menschen ausgeht, von den Menschen getragen wird, und es ist nicht ein Phänomen, das sich in der offiziellen Politik widerspiegelt, das von der offiziellen Politik gefördert würde. Diese offizielle Politik steht oft eher auf dem Kriegsfuß mit der Literatur, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen. بالنسبة لروايتك طبعا البطل هو يبدأ يقلد أبطال الروايات المختلفة. فهذا يعني ظاهرة جميلة مبدعة في الرواية،
مشوقة ف من ناحية أخرى من ناحية إنسانية هذا طبعا ممكن بإمكاننا أن نعتبره مرض نفسي في نفس الوقت نعم. من ناحية أخرى نعرف هذا التصرف من الأفلام أو حتى من الأدب يعني كيف هل استمتعت في تخيل في هذا التخيل يعني أنا أتصور لو كنت كاتب مثلك ف والله استمتعت في هذا الخيال كيف وجدت الكتابة يعني هل هذا البطل هل إبراهيم هل هو أنت خياليا يعني هذا أكثر سؤال وجه لي هل أنت صحيح هل أنت إبراهيم الوراق يعني بما أني يعني إنسان يعيش هذه المرحلة مثلي مثل الجميع فبالتالي ربما أقول نعم أنا يعني إبراهيم الوراق وأنت وهي وهو وهم لأننا نتحدث عن إشكالية المرحلة وصعوبتها ليس فقط على صعيد العالم العربي إنما على صعيد العالم أنا من أحد طرائقي أو طرقي في الكتابة لا أستطيع الكتابة إلا إذا وصلت إلى مرحلة أن تقمصت الشخصية يعني أشعر أني أنا هو هذه الشخصية كيف يحدث ذلك؟ أدرب نفسي على مدار شهور وأحيانا ربما يعني تصل إلى عام في أن أعيش بنفس ظروف هذه الشخصية فبالفعل أنا يعني الرواية أخذت مني ما يقارب 3.5 سنوات كتابة وعمل واشتغال وبالتالي تقمصت شخصية إبراهيم الوراق وأمشي في الشارع وفي عملي وفي البيت ومع أصدقائي وكل تفاصيل حياتي على أنني إبراهيم الوراق وبالفعل يعني أصبحت أتصرف كأني إنسان مصاب بالشيزوفرينيا لأنه إبراهيم الوراق هو يعاني من فصام الشخصية الشيزوفرينيا وأصبحت أنظر إلى العالم إلى درجة أنني في يوم من الأيام يعني عبرت الشارع إلى الجهة الأخرى وكنت أفكر بوعي إبراهيم الوراق فلم أشعر بأن هناك سيارة قادمة باتجاهي فرطمتني هذه السيارة نعم صحيح حتى يعني حينما ذهبت إلى أخذوني إلى بالأمبولانس إلى المستشفى خطرت ببالي يعني فكرة طريفة فأصبحت أفتش عن ورقة لأدون هذه الفكرة من حيث الاستمتاع بالكتابة أنا كان لدي شعوران يعني الشعور الأول هو متعة الكاتب حينما يجد فكرة جديدة ويحاول تطبيق هذه الفكرة على الورق الشعور الثاني هو الألم حينما تتقمص شخصية تتألم تتوجع فهذا ينعكس علي أنا أنت إذا لاحظت كونك قرأت الرواية أنا ذهبت فيها إلى عمق الألم لأخرج دعني أقول لك لؤلؤة الأمل ويعني أعرضها أمام القارئ ربما بعض القراء يستغرب من حجم هذه السوداوية في هذه الرواية ولكن هذه طريقتي في معاينة الحاضر شكرا فعلا نلاحظ أنك شاعر يعني عمق العلم لنجد لؤلؤ العمل يعني هذا شيء هذا بيت شعري مش هيك شكرا Also ich habe ihn gefragt, also wir hatten ja schon festgestellt, dass der Held dieses Romans sich in die Romanfiguren, die er gelesen hat, hineinversetzt und auch deren Verbrechen begeht und tatsächlich auch schizophren wird. Und ich habe ihn jetzt gefragt, ob es ihm als Autor eigentlich Spaß gemacht hat, sich dort hineinzuversetzen. Ich könnte mir persönlich sehr gut vorstellen, dass es ja doch
ja, es macht doch Spaß, die Fantasie spielen zu lassen, sich in diese Figuren hineinzuversetzen und zumindest in der Fiktion sich so ein bisschen gehen zu lassen oder das auszuleben, was in diesen Figuren drinsteckt. Und er sagt, das wurde er oft gefragt und tatsächlich ist es auch so, dass er sich in diesen Buchhändler hineinversetzt hat. Und zwar nicht nur er, also für ihn ist dieser Buchhändler nicht nur er selbst, seine eigene Person, sondern natürlich ist dieser Buchhändler, kann genauso gut ich sein, also sein Gesprächspartner oder sie, das Publikum. Verkörpert also allgemein menschliche Eigenschaften. Wir können uns also rein theoretisch, sollten uns alle in ihn hinein versetzen können. Und es ging also, er hat sich wirklich dann sozusagen antrainiert, auch mit den Augen seines Helden auf die Welt zu schauen und vielleicht selber sozusagen mal wie ein Obdachloser auch durch die Straßen zu gehen, mit seinen Freunden auf so eine ähnliche Weise zu reden. Er hat auch 3 Jahre an diesem Buch geschrieben, hatte also doch auch Zeit genug, dieses Gefühl zu vertiefen. Und tatsächlich ist es wohl so gewesen, dass er sich selbst dann teilweise wie ein Schizophrener gefühlt oder jedenfalls benommen hat, was dann dazu führte, dass er eines Tages sozusagen im Gedanken an seinen Helden über die Straße lief und angefahren wurde. Und dann kam eine Ambulanz und er wurde ins Krankenhaus gefahren und noch während er also in der Ambulanz saß, bat er doch bitte um ein Blatt Papier, damit er aufschreiben könnte, was ihm gerade passiert ist und was er gerade empfunden und gedacht hat. Also er hat sich doch sehr, sehr intensiv da hineinversetzt und es gibt beim Schreiben eigentlich zwei Gefühle, die er dann hat, wenn er das macht. Und das eine ist der Genuss beim Schreiben, wenn er eine Idee hat, wenn er etwas entdeckt hat, wenn er einem Gefühl auf die Spur kommt und das ausdrücken kann. Und das andere ist natürlich, weil er ja dann in diesem Helden drinsteckt, ist der Schmerz dieses Helden, ist der Schmerz und das Leiden eigentlich, das er gleichzeitig dabei empfindet. Und es ist für ihn ein bisschen so, als würde er in die Tiefe dieses Schmerzes, dieses Helden abtauchen. Und in dieser Tiefe dann, so hat er gesagt, die Perle der Hoffnung finden wie ein Perlentaucher, könnte man sagen. Und dann meinte ich zu ihm, naja, man würde ja doch merken, dass er ein Dichter sei, wenn er in die Tiefe des Schmerzes abtaucht, um die Perle der Hoffnung zu finden. Das könnte eben auch ein arabischer Vers sein. Aber ich finde, jetzt können wir noch ein Stück hören, denke ich, aus dem Buch. Wir werden ein bisschen wissen, wie die Atmosphäre ist. Und ich bitte Roland Schäfer, uns ein weiteres Stück vorzulesen aus dem Buch. Was unter der Brücke geschah. Seit jenem Tag war ich obdachlos wie ein Vogel, dem das Nest weggeweht wurde und der nun ungeschützt dem Sturm ausgesetzt ist. Es regnete in Strömen, wie ich es noch nie erlebt hatte. Und mir war, als würde ich nackt herumlaufen und könnte meine Blöße nicht mehr bedecken. Ich entsinne mich, was mein Vater gesagt hatte, ein Jahr nachdem meine Mutter gestorben war. Ich fühle mich wie in einem leeren, kalten Raum. Zu Fuß ging ich vom Jabal al-Jaufa in die Stadtmitte, wo ich mich herumtrieb, bis es Nacht wurde und die Kälte gnadenlos über die Gassen und Straßen hereinbrach. Die Verlorenheit erschien mir wie ein exotischer Vogel, der seine Klauen in mich sinkt, während ich schon am Abhang stehe und nichts so sehr bräuchte wie jemanden, der mir meine gemarterte Seele stützt. Ich war wie ein Fluss, der gar keiner wäre, gäbe es nicht sein Tal und seine Ufer. Ich blickte in die Gesichter der Menschen und hoffte zufällig auf Frau N. zu treffen, obgleich mir klar war, dass auch sie zu den Dingen gehörte, die ich schon verloren hatte, bevor ich sie errungen. Dennoch stand mir ihr Bild permanent vor Augen wie das Pendel einer Uhr. Ich setzte mich in ein kleines Restaurant, aß einen Teller Bohnen und trank ein Glas Tee. Außer mir war der einzige Gast ein Mann in den 50ern, den ich für einen Bettler hielt. Er aß eilig und verließ hustend und sich in die kleinen Hände pustend die Gaststätte. Eine abgenutzte Fototapete zeigte eine Szene am Meer.
In der Mitte des Bildes warf ein Fischer seine Netze aus. Ich nahm mein Mobiltelefon heraus und betrachtete ein darin gespeichertes Foto von Frau N. Könnte ich nur in es hineinschlüpfen und in jenen Augenblick der Aufnahme zurückkehren, um ihn neu zu gestalten? Ich postete auf Facebook. Wann wird ein Herz zu einem Zuhause? Wenn unser Land sich von uns abwendet und sich nur noch in politischen Racheaktionen ergeht, wenn die Mächtigen sich bewusst in Sünde stürzen, wenn der Himmel uns zürnt und unbarmherzig Kälte auf uns herabsendet und uns neu lehrt, was es heißt, kein Obdach zu haben. Dein Herz ist mein Zuhause. Ich habe dies begriffen seit dem ersten Strahl, als die Mauer meiner Finsternis an jenem Morgen aufbrach, mich die Hände heben ließ, mir die Füße vom Boden hob und mich zum Fliegen verführte. Liebe ereignet sich im Krieg, damit der Tod uns weniger bedrückt. Sie lenkt uns unversehens ab von Schatten und Zerstörung. Liebe ereignet sich in der Trauer, um vom Herzen einen Stachel zu entfernen, den die Zeit dorthin gesteckt hat. Liebe ereignet sich im Moment der Schwermut, um uns zum Singen zu bringen, wie ein Vater, der seine kranke Tochter dazu auffordert, wenigstens in Gedanken zu tanzen. All diese Jahre können vergehen und ich liebe dich in einer kurzen Minute, wie eine Kugel, die ihr Ziel verfehlt hat und die Luft durchschneidet. Die Geschäfte schlossen, und immer weniger Passanten und Autos waren unterwegs, bis sich in den Straßen nur noch Katzen, Polizeistreifen und ein paar Betrunkene sah. Regen mag angenehm wirken, wenn wir ihn durchs Fensterglas sehen und dazu Musik laufen lassen, die angenehme Stimmung verbreitet. Jetzt aber im Freien sehe ich sein abweisendes Gesicht. Städte im Regen sind eine unwirtliche Einöde. Als meine Füße schmerzten, setzte ich mich unter das Regendach einer Bushaltestelle in der König-Hussein-Straße und stellte den Kragen meiner Jacke hoch. Ich betrachtete die Leere. Alle Türen waren in jener Nacht im tiefst gelegenen Teil der Stadt verschlossen. Nur die Tore des Himmels waren offen und ließen es regnen. Alles war verstummt, nicht einmal mein Telefon klingelte. Da fragte mich jemand nach einem Buch. Ich blickte auf den Bildschirm meines Handys, aber niemand hatte mich angerufen. Ich tippte auf das Facebook-Icon und scrollte über die Seite. Ein Foto von Iyad Nabil erschien. Er hatte es soeben gepostet. Er saß vor einem luxuriösen Kamin und hatte darunter geschrieben, bei Freunden. So als wollte er damit irgendeinem eine falsche Botschaft zukommen lassen. Er hatte lediglich nicht darauf geachtet, dass auf dem Kaminsims eine Frauenspange lag. Es war seine geheime Zweitwohnung, von deren Existenz ich wusste, seit ich seine Seite gehackt hatte. Ein Bus hielt an, die Tür öffnet sich und ich stieg ein. Es war mir gleichgültig, wohin der Wagen fuhr. Nichts hatte mehr Wert und ich hatte meinen geheimen Blick auf das sich drehende Rad der Zeit verloren. Ich war wie das trockene Blatt eines Baumes, das sich durch die Scheiben des Busses hindurch in die Stadt hinunterschwimmen sah. Ich achtete nicht auf das Gefühl, dass ich, wie das Blatt, abgetrieben und in der Kanalisation landen würde. Ich war so gefühlstaub, dass ich gar nicht daran dachte, mir ein Obdach zu suchen, während die Kälte erbarmungslos zunahm. Ich blickte mich um, die Hälfte der Sitze im Bus war frei, manche Gesichter drückten Schweigen und Erschöpfung aus, andere betrachteten den einbrechenden Winter, wie er die Nacht wusch, die Stadt von Passanten leerte und nur die Obdachlosen zurückließ, die sich in Gassen drückten. Die Nacht von Amman verwandelte sich durch das Fenster des Busses in einen Stummfilm, der mein Verlustgefühl nur verstärkte. Ich öffnete meine Tasche und flüchtete mich in die Lektüre des Buches über Diogenes, der sich über alles belustigte und barfuß auf seinen Stock gestützt durch die Straßen lief, am hellen Tag eine Lampe trug und dessen einzige Wohnstatt ein hölzernes Fass war. Ich flüsterte mir zu, dass ich ab heute Nacht wie er durch die Straßen laufen werde. Nichts hatte mehr Wert und ein Mantel der Falschheit umhüllte diese Stadt.
Ich würde nichts hassen und außer meiner Freiheit auch nichts lieben. Mein Telefon gab ein Zeichen. Es war eine Textnachricht von Dr. Yusuf Al-Samak. Lieber Ibrahim, trotzdem, was du durchmachst wegen der Stimme, die dich quält, bist du doch stärker als ich. Du läufst durch den Wind und bedauerst nicht, aus deiner Wohnung vertrieben worden zu sein. Du hast einen starken Glauben an dich selbst und das kann dich trotz des Elends, in dem du steckst, davor bewahren, was mir passiert. Ich wunderte mich. Ich erbebte. Woher weißt du, dass ich keine Wohnung mehr habe? Du hast es mir selbst geschrieben. Mein Gott, wie war das passiert? Ich ging mein Postausgangsfach durch und tatsächlich, ich hatte ihm mehrere Male geschrieben und schon schrieb er mir wieder. Er schrieb mir wieder, ich hatte dir in einer frühen Mail ja schon geschrieben, dass ich dir etwas verheimliche, weißt du? Das, was uns in diesem Leben am meisten zerstören kann, unsere Unfähigkeit ist, auszusprechen, was das Gedächtnis versteckt. Stell dir vor, du sähest deinen Vater vor dir und traust dich nicht, auf ihn zuzugehen, und er verspottet dich, wenn du ihn mit Vater ansprichst. Er sagt, verschwinde von hier, du Dummkopf. Oder stell dir vor, du siehst deinen Personalausweis und neben deinem Namen steht des eines anderen Mannes. Das ist mir passiert, es ist sehr verwirrend, so dass ich mich nicht mehr traue, Kinder zu bekommen. Ich begreife, dass ich nicht die Rolle eines Vaters übernehmen kann, den ich nie erlebt und gefühlt habe. Es war mir nicht vergönnt, dass jene Details sich herausbilden, die mich zu einem Familienoberhaupt machen könnten. Ich schaltete mein Telefon aus, ohne eine Erklärung für die Mail zu haben, die ich unbewusst an Dr. Yusuf geschrieben hatte. Wie und wann hatte ich das geschrieben? Und warum hatte ich es vergessen? Hatte ich eine Gehirnstörung? Ich versuchte, die Sache zu vergessen, obgleich sie mich erschreckte, und ich vertiefte mich wieder in mein Buch. Aber ich weiß nicht, wie lange ich darin las. Schlief ich ein oder wurde ich bewusstlos? Stieg ich aus dem Bus um in einen anderen? Irgendetwas in dieser Art muss passiert sein. Ich kann es nur erahnen. Ich weiß nur noch, dass ich aus dem Bus geworfen wurde und der letzte Fahrgast war. Ich stand auf dem Bürgersteig und betrachtete die Straßen, die ich nicht kannte. Prächtige Gebäude standen da, umgeben von hohen Mauern. Teure Autos und Häuser mit Fenstern, hinter denen kein Leben zu sein schien. Wieder regnete es flutartig. Der Regen sah aus wie Rauch, der von der Straße emporsteigt, und er nahm mir alle Sicht. Blitze sausten über den Horizont, der Donner klang wie ein Luftangriff auf eine friedliche Stadt. Szenen aus dem Weltkrieg kamen mir in den Sinn. Ich suchte Schutz unter Vordächern von Geschäften, aber der Regen war stärker als alles andere und ich rannte ziellos davon. Es ging bergab und bergauf, bis ich zu einem mit Sträuchern bewachsenen rutschigen Abhang kam. Ich fiel hin und richtete mich wieder auf und fand mich unter einer riesigen Brücke wieder, die auf zwei Bergen ruhte und auf der Straßenlaternen brannten. Jetzt habe ich ein Dach, sagte ich keuchend zu mir, während ich die Umgebung erkundete, in die ich geraten war. Kalter Wind schoss unter der Brücke hindurch und einige wenige Autos fuhren über eine breite Straße unter ihr. Ich lehnte mich an den Rand unter der Brücke und blickte auf die Straße hinab. Was war geschehen, dass ich an einem solchen Ort gekommen war? Welche Kette von Fehlern hatte zu all dem geführt? Nebel drang von allen Seiten heran. Er schien mir einmal weiß, dann wieder schwarz, und er trug klagende Stimmen mit sich, aber auch Gelächter, das aus einer weiten Leere zu kommen schien. Dein Freund mit der Lampe hat sich nie beklagt, dass er kein Heim hat, sondern es vergnügte ihn. Wenn du es ernst meinst, so habe etwas Achtung für deine Lage. Ich erschrak. Die Stimme drang in mein Ohr. Ich stieß mit dem Kopf an die Wand der Brücke und warmes Blut floss mir vom Kopf auf die Stirn, vermischt mit kaltem Wasser des Regens. Ich hatte eine kleine Wunde, die ich mit einem Taschentuch bedeckte. Die Stimme meldete sich mit beängstigender Schadenfreude. Erlebe nun selbst, wovon du gelesen hast. Ich flüchtete in den Bereich außerhalb der Brücke in den Regen und die Stimme verstummte. Dann schlüpfte ich wieder in meinen Winkel und dachte nach.
Zwei Gefühle lagen in mir im Widerstreit. Der Diogenes in mir wollte, dass ich mich in meine Lage füge, während ich zugleich an Gaston Bachelard und seine Kindheitserinnerungen in einem warmen Haus dachte. Kälte fuhr mir in die Knochen, meine Glieder zitterten und Blitze hinter Gebäuden erhellten die Umgebung von Zeit zu Zeit. Ich rieb die Hände aneinander und blies hinein. Ich rieb mir die Füße immer wieder, aber die Kälte ließ sich nicht besänftigen. Ich zählte, wie viel Geld ich noch bei mir hatte und suchte per Smartphone nach einem billigen Hotel. Ich musste mich vor der beißenden Kälte retten. Ein Lichtstreifen fiel von einer der Laternen auf der Brücke herab. Plötzlich hustete es in meiner Nähe. Wer war das? Ein Fußgänger? Aber wer außer mir sollte sich in dieser verregneten Nacht hier aufhalten? War da noch jemand ohne Dach über dem Kopf? Der Lichtschein wurde stärker und fiel indirekt auf die Brückenpfeiler. Wieder hörte ich das Husten und ich roch Feuer. Ich erhob mich und lief ein Stück in einer weiteren Ecke, etwas größer als der, die ich mir gewählt hatte, saß ein Mann mit dem Kopf auf den Knien an einem Feuer. Zuerst sah er mich nicht, aber als ich auf der Suche nach Wärme näher herantrat, bemerkte er mich und kroch mit ängstlichen Bewegungen weg. Wieder hustete er, gefolgt von einem stoßweisen Stöhnen. Stöhnen. Ich versuchte ihn zu beruhigen. Keine Angst, ich suche nur Wärme wie du. Er sagte nichts. Er hockte nur in seiner Ecke und hielt sich die Hände an die Schläfen. Ich wich etwas zurück und lehnte mich an die Brückenmauer. Er rückte nicht näher an ihn heran. Quatsch, ich rückte nicht näher an ihn heran, obgleich die Kälte unter der Brücke nun nur noch stärker hindurchfegte. Er kroch ans Feuer heran und hielt seine Hände darüber. Als in diesem Augenblick ein weiterer Blitz zuckte, konnte ich kurz sein Gesicht sehen. Er war mager und mochte um die 20 Jahre alt sein. Er sah mich an und rieb seine Hände und seine Schultern. Als er merkte, dass auch ich ihn ansah, nahm er einen Stock unter einem Haufen heraus, der wohl seine Schlafstatt war. Er hielt ihn fest und sah mich misstrauisch an. Die Kälte betäubte meinen Körper. Ich sollte mich einfach ans Feuer setzen, ohne auf den jungen Mann zu achten. Ich ertrug diese Kälte nicht mehr, die Ammann für irgendetwas zu bestrafen schien. Einen Moment lang beneidete ich den Jungen um sein Feuer in seiner Ecke, die nicht viel anders war als meine, in der ich wie ein fußkranker Affe saß. 2 Stunden vergingen, der Regen und die Kälte verstärkten sich noch. Ich igelte mich ein und ließ meinen Kopf auf meine Knie sinken. Ich dachte über mein Schicksal nach, dachte aber auch, dass der Junge und ich in einem Boot saßen und einem bestimmten Schicksal zustrebten. Ich hörte ihn wieder husten. Ich wandte mich ihm zu und er gab mir ein Zeichen mit der Hand. Ich ging langsam zu ihm, um ihn nicht zu erschrecken, und begrüßte ihn. »Guten Abend!« Ich setzte mich an sein Feuer. Ja, fast in es hinein. So sehr drang mir die Kälte in alle Poren. Ich hörte seine Atemwege pfeifen. Er schien schwer erkältet zu sein. Ich würde ihn noch nicht gleich ansprechen. Erst sollte er Zutrauen zu mir fassen. Meine nassen Kleider dampften neben den Flammen, die größer wurden, als er 2 Holzscheite nachlegte. Wärme berührte schüchtern meinen Körper und erweckte meine Muskeln, die mir vom stundenlangen Umherlaufen wehtaten. Ich sah ihn an, doch er wandte sich ab. Hinter ihm lagen Kartonstücke, auf denen er schlief, ein Beutel mit ein paar Stücken Brot drin und eine Flasche mit Wasser. Es roch noch Thunfisch, eine leere Dose davon lag auch da. »Ich wollte dich nicht stören«, sagte ich. Wieder wandte er sich ab und ein Röcheln erklang in seiner Brust, während er einen Husten unterdrückte. »Ich bin obdachlos wie du und habe mich vor der Kälte hierher geflüchtet. Hab bitte keine Angst!« Ich schwieg wieder und starrte ins Feuer. Dann sah ich ihn wieder an und sah im Schein der Flamme sein Gesicht. Es war schön. »Wir haben beide Angst, deshalb sind wir hier. Du kannst jetzt schlafen, wie ich sehe, ist das dein Schlafplatz.«
Ein Hustenanfall schüttelte ihn, er legte sich die Hand auf die Brust und keuchte. Es pfiff aus seiner Lunge und er schien am Ende seiner Kräfte. Er musste nun so heftig husten, dass er keine Luft mehr bekam. Sein Kopf wackelte dabei. Ich klopfte ihm mit der Hand auf den Rücken und legte ihm die andere auf die Brust, damit er wieder Luft bekam. Vielen Dank, Roland Schäfer. Ich würde sagen, wir können an dieser Stelle auch applaudieren. Jetzt haben wir doch zumindest einen Auszug aus diesem Buch gehört, das wir vielleicht auch irgendwann auf Deutsch lesen können. Jalal Barjas ist ja auch und vor allem hier, weil er den arabischen Booker-Preis bekommen hat. Und es zählt ja zu den Traditionen des Berliner Literaturfestivals, dass der jeweilige arabische Booker-Preisträger eingeladen wird. Am Mittwoch, glaube ich, konnte man schon Abdallah El-Eissaoui hören aus Algerien, der letztes Jahr hätte kommen sollen, aber nicht kommen konnte wegen Corona, auch dieses Jahr nicht. Aber wir haben diese Tradition, dass wir den Booker-Preisträger einladen, somit immer schon noch ein Stück unübersetzter oder jedenfalls noch nicht publizierter arabischer Literatur hören. Min Adad und Min Taqalid al-Mehrajan Berlin lil-Adab. هو دعوة الفائز لجائزة بوكر يعني كل سنة. فبالنسبة لك يعني شو يعني ما أداء القيمة المالية شو قيمة هذه الجائزة لك شو معنى لك شو يعني ما هو العمل الذي يعني تب يعني لك يعني علاقة بهذه الجائزة شو معنى الجائزة لك؟ يعني الجائزة ليست فوز لي أنا إنما يعني فوز لي شخصيات الرواية وتحديدا إبراهيم الوراق هذا ما شعرت به حين علمت بخبر فوز الرواية شعرت بأن إبراهيم الوراق هو الذي فاز وبالتالي أنا فرحت لأني أنا كاتب هذه الشخصية هذا من جانب آخر تعني لي الجائزة الوصول إلى القراء ليس فقط على الصعيد العربي إنما أيضا على الصعيد العالمي من خلال الترجمات التي يمكن أن توصل هذه الرواية إلى القارئ الجائزة تعني لي أن الكلمة التي كتبتها تصل إلى عقل القارئ وإلى قلبه Also er empfindet ganz stark, dass der Preis gar nicht so sehr ein Preis erstmal für ihn ist, sondern ein Preis für die Person des Buchs, für Ibrahim, den Buchhändler, für die Geschöpfe, die sich der Autor ausgedacht ist und auch ausgedacht hat. Und er freut sich darüber, weil er der Schöpfer dieser Geschöpfe ist, weil er der Autor dieser Geschöpfe ist. Das ist für ihn ganz wesentlich. Und der andere ganz wichtige Aspekt ist natürlich, dass der Preis dazu beiträgt, dass das Buch an die Leser kommt, dass es seine Leser finden wird und das nicht nur auf arabischer Ebene, sondern auch weltweit. Es gehört zu dem Buch dazu, dass es sowieso ins Englische übersetzt wird und von dort hofft man dann auch auf weitere Übersetzungen und das zählt für ihn zu den, ja, zu den zentralen Leistungen eigentlich dieses Preises. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir sind so langsam, nähern wir uns dem Ende der Veranstaltung. Es wird mir signalisiert. Ja, ganz kurz gefragt in die Runde. Gibt es jemanden von Ihnen, der eine dringende Frage an Jalal Barjas hat? Ich glaube, ein
Vielleicht maximal zwei Fragen können wir noch verarbeiten. Ansonsten, der Autor ist hier. Er ist auch bereit, sein Buch zu unterzeichnen. Und er hat Bücher mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob er die jetzt selber verkauft. Yani, wallahi, jib kis hakiki min al-kutub. Mishaik, yani, jibto. Wa tuwaqi al-kitab. Also er hat einen ganzen Bauchladen mitgebracht. Er ist wallahi anta baraq yani. Hey, urab. Jalal al-Baraq. Jalal al-Baraq. Also wie als wäre er selber dieser Buchhändler. Er hat ja also diese Tüte, die da steht, ist also voller Bücher, und nutzen Sie die Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob er die Bücher versteigert, vielleicht verschenkt er sie ja auch. Wenn Sie Arabisch lesen, lassen Sie sich das nicht entgehen. Das ist eine einmalige Chance. Mit Bier könnte man durch die Herr. Nein, 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 Hadia. Hadia, Anjad? Ja, yes. Er verschenkt die Bücher. Also, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Sie haben sehr gut zugehört. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Jalal Bajas, Shukran. Roland Schäfer, vielen Dank. Und Ala Licha. Thank you. Danke. Dankeschön.